Mahlzeit und willkommen zurück zu Let's Play Dead Space 2. Mal wieder. Wir sind jetzt heute an diesem tollen Freitag, wo leider das Wetter mal wieder schlecht ist. Bei 4 Stunden und 46 Minuten. Und ich bin mal gespannt, wie weit wir kommen. Kurzer Rückblick, wie eigentlich nach jedem Schnitt. Wir haben jetzt mittlerweile unsere zwei Mitüberlebenden gefunden und ja, wir sind jetzt in dem gleichen Raum wie die. Das ist schon mal eine geile Sache, weil das gibt's in Dead Space eigentlich im ersten Teil gab es das noch nicht und jetzt könnten wir die eigentlich schon anfassen und ich weiß nicht, das ist so Dead Space und cooles Gefühl eigentlich mal mit so Lebenden im gleichen Raum zu sein und ja, auf jeden Fall ohne Absperrung, super, finde ich toll. Aber wie das halt so ist, sollen wir jetzt gerade schon wieder weg, irgendwo anders hin. Wahrscheinlich, wenn wir jetzt wieder weggehen, müssen die auch wieder fliehen und wir müssen wieder irgendwas töten, was weiß ich, keine Ahnung. Aber, nicht wundern, wenn ich heute ein bisschen schlecht ziele. Ich habe gestern mit einem guten Kumpel Squash gespielt und ich weiß nicht, ich bin, glaube ich, ein paar Mal mit natürlich voller Absicht gegen die Wand geprallt. Und ja, war geil. War wirklich geil, kann ich nur empfehlen. Und jetzt legen wir endlich los. Ich habe jetzt genug gebabbelt. Schaut mal, wir sind jetzt schon in Kapitel 9. Ich bin mal gespannt, wie lange es noch geht. Wartet mal bitte ganz kurz. Ah, oh, geil. Ich liebe Instant-Kaffee. Ja, wie gesagt, nicht böse sein, wenn ich nicht sofort gut zielen kann. Aber, Mensch! Wo zum? Nach da oben. Ich habe dieses Schwanz abgeschossen. Ja, bei mir wäre das jetzt nicht so cool, aber du bist ja sowieso schon untot, von daher ist das ja egal, oder? Was bist du eigentlich? Du bist ein Vieh. Du bist eigentlich, könnte man sagen, du warst mal Mensch und wurdest von so einem Fliegenvieh, von so einem Alien angestochen. Und jetzt siehst du so aus. Ja gut, jetzt siehst du so aus, weil ich dich abgeschossen habe, aber. Egal. Ich habe dir einen Schwanz kaputt gemacht und ich find's witzig. Was ist das denn? Ah, Mist, wie? Stirb! Drecksvieh. Ich kann natürlich auch einfach rübergehen. Oh fuck! Nicht schon wieder diese Viecher. Ach, einfach nur gezielte Schüsse, dann passt das. Oh Gott, wie viele kommen denn da? Was das? Ja, scheint so. So, ich muss jetzt hier lang. Aber ich gehe da. Wetten, da kommt was raus. Nee, noch nicht. Ja, treten wir einfach mal daneben. Ja, komm, Medipack nehmen wir gerade mal schon. Ich habe schon wieder so ein Rubin-Dings da aufgesammelt. Das würde ich gerne gleich mal verkaufen. Wenn wir dann mal wieder an so ein Marktshop-Bums-Ding da dran gehen, oder? Oh, Scheiße. Dreck. Ja, clever, ich weiß. So. Langsam wird es schon knackiger. Oh. Macht, dass ihr da wegkommt! Wir sind in der Falle! Wir kommen von allen Seiten! Und von hinten! Wer ist frei? Nehmt die Steuerung!
Fluchtwege. Wir haben ein Weg freigemacht. Aber beeilt euch, sie schließen von hinten auf. Wir versuchen. Frage davon. Ach, schaut mal einer an. Ein Shop. Gerade davon gesprochen. Geil. So. Da kommt nichts raus. Prima. Ja, Shop. Also, das können wir verkaufen. Das können wir verkaufen. Das können wir weglegen. Das können wir auch weglegen. Das legen wir auch nochmal fort. Ja. Ist scheiße, dass ich keine Munition mehr habe. Nicht wirklich. Wir gucken mal. Wir gucken mal, was wir so alles kaufen können. Ich gebe ungern eigentlich Geld für Medipacks aus. Wisst ihr was? Wir probieren das jetzt einfach mal. Ich hole mir mal einmal das und das war's. Mehr Munition werde ich nicht kaufen. Schon allein aus Prinzip. Und Kaffee ist wichtig. Ah. Sehr schön. So, weiter geht's. Ah ja. Was ist das denn? Ah, scheiße. Lebt da noch einer? War das jetzt meine Stimme oder wer hat hier gekrächzt? Hat sich nach einem Typ mal gehört. Das ist jetzt schon der gefühlt milliardste Aufzug. Ohne Mist. Kacke. Ah nein, sind das schon wieder diese Gravitationsfälle wie aus dem ersten Teil? Hätte ich echt ein Problem mit. Oh, scheiße. Oh, fucking. Schieße niemals etwas Explosivartiges ab, wenn daneben ein zerbrechliches Fenster ist. Das hat mir damals schon meine Kindergartenlehrerin gesagt. Aber ihr wisst das ja, mein Gott. Leichtsinn. Wir hören schon auf Erwachsene. So. Wir machen das anders. Wenn ich da drunter gehe, sterbe ich? Nein. Finde ich gut. Dreck! Na, lieber so, als dass ich wieder rausfliege. Dieses Scheißding hat mir ganz schön viel Energie abgezogen, ganz ehrlich. Ja, da können wir nicht lang, aus irgendwelchen Gründen. So. Mittlere Ebene, extreme Vorsicht walten lassen. Ja, ich weiß, dass da vorne noch was stand, aber ich wollte jetzt nicht so lange warten. Ach, Kacke. Ja, schon geil aus. So, wenn ich jetzt hier bleibe. Ah ja. Also wenn ich jetzt da bleibe, passiert nichts, weil es ist auch nichts. Ach nein, schon wieder dieses Teil. Habe ich euch ja schon hart vorher erzählt. Ja, genau. Wenn man das Vieh nicht schnell genug killt. Spuckt das einen entweder selbst an oder spuckt diese komischen Viecher da? Nein, das wollte ich jetzt nicht. Diese Viecher. Och. Das war jetzt der Vorführeffekt. Ja, auf jeden Fall, wenn das Ding da nicht schnell genug gekillt wird, dann kommen diese komischen Ekelviecher und die ziehen dann die Energie ab, die spucken einen an und ist nervig und macht laut und ist ekelhaft und. Ja. Genau das.
Fuck. Fuck. Oh, scheiße. Wisst ihr, was ich... Ach, du Kacke. Oh, Mist. Da muss ich lang, alles klar. Da gehe ich lang. Ah, aus. Wisst ihr, was ich glaube? Ach, nee, nee. Wisst ihr, was ich spoilere euch jetzt nicht? Ich lasse es. Was ist denn jetzt hier schon wieder? Oh, Mist. Oh, Mist. Wisst ihr was? Nein, nö, nö, nö. Wisst ihr was? Ich speichere jetzt nicht. Ich bessere nur meine Waffe auf. Speichern. Ach, das ist cool. Ich glaube, wir können jetzt die Rick komplett auf... Scheiße. Ja, wenn ich mal welche gekauft hätte. Mist. Ah, nee, 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 nee. Ja, komm, egal. Ich glaube, so lange geht das Spiel eh nicht mehr. Aber wie ich gesagt habe, ich glaube, das Spiel ist schon vorbei. Da haben wir noch nicht mehr die Hälfte aller Waffen oder was weiß ich aufgerüstet. Mir kommt das Spiel entweder kürzer vor oder es gibt weniger Energiekerne, Energieknoten. Ich habe den Transport gefunden, Ellie, aber es gibt ein Problem mit dem Ausklinkmechanismus. Keine große Überraschung. Ich lasse Sie wissen, wenn sie repariert ist. Ja. Ich muss bestimmt jetzt da dran. Ne, muss ich nicht. Ja, was soll ich jetzt machen? Scheiße. Wo ist das Problem? Lass mich mal ganz kurz in die Ziele gucken, weil ich verstehe es nämlich gerade nicht. Getriebepuzzle. Toll. Ich habe den Transport gefunden. Das war falsch. Ah. 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 Idee. Ich habe eine Idee. Und zwar... Ah ja. Ah, ich verstehe. Natürlich. Nee, das war eine blöde Idee. Wenn ich mich jetzt da drunter stelle... Ah ja. Oh. Ja, ich verstehe. Ach, leck mich doch am Arsch. Mann, was soll denn das jetzt? Ah, Dreck. Nee, so bringt das nichts. Muss ich da was reinwerfen? Toll. Wisst ihr... Was? Knappe! Ja. Ja, ja, ist okay. Nochmal. Können wir jetzt. Was knabbert denn hier als? Was läuft hier? Das. Achso, ist tot. Ja, dann. Nein. Ja gut, das bleibt. Kann ich dich jetzt starten? Nö, ich kann dich nicht starten. Denn ich brauche bestimmt noch mehr. Oh Mann, das ist jetzt ein Witz. Oder muss ich das Ding jetzt zusammenfriemeln hier? Lass mich raten. Ja, war mir klar. Ich bin Werkstoffprüfer und kein Mechaniker. Thank you.
Ja, Papa hat's wieder ganz gemacht. Denke ich zumindest. Okay, ich habe die Bahn abgekuppelt. Kommen Sie zum Landeplatz. Wir sind gleich da. Scheiße, was ist das denn jetzt? Das will doch nicht sterben. Gut, 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 gut. Ja, weiter geht's. Oh Mann. Scheiße. Du bist todbleistig. Dachtest du, ich würde dir vergeben? Raus aus meinem Kopf. Du bist nicht Nicole! Wer bin ich? Ja! Reiß dich zusammen. Verdammt. Zieh deinen Kopfschutz auf.